Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu Minecraft. Hier ist euer Spooky VF auf der PS4. Es geht heute um die Konsolenversion, denn das neueste Update stand vor der Tür. Version 1.3.8 ist gerade frisch rausgekommen. Auf der Xbox noch eine Stunde früher, so circa. Geschätzt ungefähr. Ne? Was wollen wir uns angucken? Zuerst mal, welche Neuigkeiten es gibt. Also, ich lese das mal kurz vor. Neue Tutorial-Welt hinzugefügt, neue Blöcke hinzugefügt, Chorusblume, Choruspflanze, Drachenkopf, Endtransitportal, Endstab, Purpurblock, Purpursäule, Purpurtreppe, Purpurstufe, neue Gegenstände hinzugefügt, Chorusfrucht, geplatzte Chorusfrucht, Drachen, Elytren, Endkristall, Verweiltrank, Wasserwurftrank, Trank des Glücks, angespitzter Pfeil, Boote aus Fichte, Birke, Schungel, Akazie und Schwarzeiche. Aktualisierung der Geländegenerierung. Das Ende bei der Generierung einer neuen Welt hat sich geändert und kann auch für alle alte Welten aktualisiert werden. Für das neue Ende in einer alten Welt wählst du Ende zurücksetzen in weitere Optionenmenü. Wenn du die Welt lädst, nachdem du in neuen Ende den Enderdrachen getötet hast, erscheint in der Nähe ein Zugangsportal zum Ende. Wirfst du eine Enderperle hinein, teleportiert es dich zu einem neuen Gebiet im Ende mit einer Endsiedlung und einem Endschiff. In der Endsiedlung und dem Endschiff kannst du Schulga, Elytren und einen Drachenkopf finden. Neue NPCs hinzugefügt. Schulga, Streuner, Schale, also das hört sich auf Deutsch ziemlich komisch an, und Skelettfallenpferde. Das sind die Husk und so, naja, wie sie alle heißen auf Englisch weiß ich nicht. Elytren hinzugefügt, die dich durch die Welt gleiten lassen, wenn du sie trägst, drücke im Fall X, um zu gleiten. Boote werden jetzt anders gesteuert und können mehrere Passagiere transportieren, auch sehr schön. Zu Brauen benötigst du jetzt Lohenstaub als Treibstoff für den Braustand. Die Crafting-Oberfläche wurde aktualisiert, um das Herstellen von Feuerwerksternen und Feuerwerk zu ermöglichen. Fallout Mashup-Paket Textversion hinzugefügt. Testversion soll das eigentlich heißen. Festliches Battle-Karten-Paket hinzugefügt. Die ist kostenlos. Und ja, herzlichen Glückwunsch Minecraft zum Geburtstag. Ist, glaube ich, nochmal. Ist jetzt 3 Jahre alt geworden auf der Konsolenversion. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Ich habe es eben auf Twitter irgendwas gelesen. Ich sag's jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Jetzt haben wir natürlich auch noch die neuen Skins. Wahrscheinlich ist auch, weil, wie gesagt, das Fallout-Map-Paket ist ja draußen. Da haben wir die Skins. Die scrollen wir einfach mal so durch, ne? Dass wir uns hier nicht so lange aufhalten. Denn eigentlich will ich euch nicht nur die Änderungen vorlesen, die der neue Patch mit sich bringt, sondern eben auch die Fallout-Mashup- World vorstellen, die dabei ist bei dem Mashup-Paket. Man hat also nicht nur diese Skins hier, den Vault Boy, den holen wir uns natürlich, weil es ja passend gerade. Und dann gehen wir auf Spielen. Und ich habe da ein bisschen was vorbereitet hier, nämlich einen Spielstand. Wir machen das natürlich jetzt im Create-Mode, damit ich euch das alles schön schnell zeigen kann. Und dann gucken wir weiter. So. Da ist das Ding geladen. Ich habe, was habe ich im Inventar? Also das Inventar ist natürlich auch alles schön angepasst. Ne? Sieht alles im Fallout-Look, wie man hier sieht. Und wir sind er hier. Ja, der Vault Boy, Baby. Ist mir richtig ganz egal, wo. Und hier sind wir in der Vault oder in der Fallout-Welt angelangt. Und jetzt gucken wir einfach mal, das hier haben wir. Eisbär war nicht neu. Das war ja im letzten Update, da habe ich mich eben getäuscht. So, da haben wir ein Maultier und ja, sowas. Also Maultier und Esel, ich weiß nicht, ob die neu waren, anscheinend nicht, hat man nicht in den News dabei gestanden, wusste aber nicht, dass die schon drin sind. Tipp. Und holen wir hier mal die Karte, so sieht das also alles aus im Fallout-Mashup-Paket. Jetzt habe ich natürlich unten den Display ausgestellt, weil der nervt. Der Drachenkopf habe ich schon mal hier. Und den setzen wir. Achso, den haben wir gerade aufgesetzt. Und die Elytra. Auch sieht er hier im Fallout-Paket ein bisschen dämlich aus, ne? Nach diesen komischen Insekten. Aber damit könnten wir jetzt fliegen, ohne den Creative Mode zu benutzen. Da müssen wir X gedrückt halten. Funktioniert nur gerade nicht. Da muss man, glaube ich, von hoch genug runterspringen. Das war gleiten. Also, wir können gleiten. Oh, jetzt habe ich. Ne, jetzt, das ist ein Elytra-Gleitflug, was wir machen. Das ist nicht vom Creative Mode. Das hier. Ohohoho! Geht er ab, ne? Abgehen, ey. Oh, jetzt sind wir im Creative Mode. Ansonsten ist die Chorusblume noch neu. Können wir die hier aufsetzen irgendwie? Ne. Also, ich weiß gar nicht, was ich in der Hand habe. Boah, das Ender-Transit-Portal. Da haben wir noch hier die Chorusfrucht. Die können wir essen.
Und hier habe ich einfach mal ein Beispielboot geholt, ne? Aus Akazienholz. Wie gesagt, aus allen Holzsorten kann man jetzt ein Boot machen, so sehen die aus. Die lassen sich neu steuern wegen dem Paddeln und da kann man auch jetzt zu zweit auf Bootstour gehen. Sehr schön. Und jetzt gucken wir uns einfach mal die Welt ein bisschen an. Legen wir hier mal noch die Karte offen. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal so rum, was sie hier Schönes gebaut haben. Und das sieht man jetzt auch den Fallout-Look, der wird natürlich auch im Let's Play dann erscheinen. So ein bisschen. Also werden wir auch mal antesten. Aber das sieht hier geil aus, ne, mit den Automaten. Ey, krass. Also richtig hier die Nuke Coke. Geil. Würde ich jetzt direkt eine... Ja, da, hier. Nuke Cola. Ne? Das kann man noch so entziffern, gerade so in der Pixelschrift Salt hier. Nuke Cola. Ich hätte jetzt gerne eine. Ja, würde ich direkt reinhauen. Ey, und da ist so ein... Wie heißen die Power-Rüstung? Power-Suite, genau. Sehr geil. Haben wir einen Hebel. Hui! Ach cool, guck mal. Haben sie Lichtquelle angemacht. Jetzt haben wir die Power Suite aktiviert. Jetzt kann's losgehen. Jetzt sind wir gerüstet und stark genug, um die Fallout-Welt zu erkunden. Liebe Freunde, und das sehen wir schon da hinten am Horizont. Da bahnt sich was Interessantes an. Da ist irgendeine geile Satellitenstation und ein fliegendes Schiff. Ein fliegendes Schiff, liebe Freunde. Wow, geil. Geile Scheiße hier. Guck mal da. Wow. Ja, die bauen immer schöne Sachen, wenn sie hier so ein Mashup-Paket raushauen. Deswegen hole ich mir die auch immer gerne. Nicht nur, weil wir dann noch geile Skins und Texturen bekommt und natürlich auch die Musik im Spiel wird hinzugefügt, sondern auch die Welt, die sie gebaut haben. Finde ich immer schön. Lohnt sich auch immer zu zeigen. Finde ich mal. Ach, guck mal da. Ey, Mann. Aber ich will das Video auch zeitnah bringen und deswegen nicht so lange machen. Deswegen fliegen wir einfach mal drüber und gucken uns das Ganze an und staunen, was sie hier so Schönes gebaut haben. Ah, das Ding sieht geil aus, ne? Haben sie schön gebaut. Und ja, hier. Boah, guck mal, die Satelliten, ey. Ey, Mann, die Satellitenschüsseln, so. Was steht denn hier? Boba Fett oder was? Hi. Cool. Das ist wohl der Mechaniker, der hier oben rum. Boah, ey. Guck mal, die Gemälde. Die sehen. Alter! Nee, das gefällt mir richtig gut hier, die Gemälde, ne? Life is a race. Win! Motel. Vacancy. Ja, sehr nice. Ja, aber auch typisch hier dieser Baumod, ne? Also sie haben hier wirklich diese Ruinen quasi gebaut, so wie es dann in Fallout auch ist. Ne? Postnukleare, postmoderne, die einzig wahre Kunst der Neuzeit, die Wärme der Sterne und so weiter und so fort. Sieht richtig geil aus. Gefällt mir. Also bin ich Fan davon, diese Welt ist wieder wunderschön. Ach, guck mal, wie geil die Gläser hier aussehen, ne? Also in diesem Mesher-Paket könnte ich auch mal vorstellen, auch irgendwas zu bauen. Könnten wir so eine, vielleicht auch so im Let's Play, so eine, abseits von unserer eigenen, von unserer Welt, wo wir die griechische Mythologie benutzen, könnten wir da hingehen und vielleicht so eine Westernstadt oder sowas bauen. Boah, ist das, was ist denn das hier, ey? Das kommt mal bekannt vor. Ich habe Fallout 4 leider nicht viel gespielt bis jetzt, ich habe das ja auch. Deswegen kann ich vielleicht hier, wenn die Gebäude aus Fallout 4 sind, kann ich nicht ganz so nachvollziehen, welches es sind. Die anderen Teile habe ich alle gespielt. Aber das hier kommt mir trotzdem bekannt vor. Das sieht aus wie aus dem ersten, die erste Stadt, wo man reinkommt. Wie hießen die nochmal? So in ähnlich sieht die aus. Da war nur die Atombombe in der Mitte kaputt, aber das hier soll, glaube ich, ein Space Shuttle sein. Oder ist das eine Atombombe? Keine Ahnung. Was fliegt denn da oben in der Luft? Och, guck mal da. Ey, die haben echt genial gebaut. Mein lieber Scholli, ey. Och, die sind doch wahnsinnig, oder? Guckt euch das an. Da müssen wir mal kurz ein Luftschiff, ein Screenshot machen, meine ich. Ein Luftschiff machen. Ein Luftschiff vom Luftschiff machen. Alter, die haben hier ja richtig riesen das Kapitol gebaut. Guck mal. Alter, wie krass. Och, das ist ja richtig nice. Boah. Also, hier ist das. Der. Boah.
Alter. Es ist schade, dass es jetzt gerade so dunkel ist. Ich würde gerne einen Screenshot machen, aber ich hoffe, ich mache mal den Screenshot einfach. Dann kann ich nämlich dann auch auf meine Fanpage, die ist in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr natürlich auch gerne mal drauf gucken gehen. Da sind immer Screenshots zu den Let's Plays, die ich mache, oder auch wenn ich mal so spiele, haue ich dort mal ein paar Screenshots raus und Infos und so weiter und so fort, wann was kommt. Da habe ich auch die Info rausgehauen, dass dieses Mashup-Paket bald rauskommt, beziehungsweise der ganze Patch bald rauskommt. Ist ja mehr als ein Mashup-Paket. Der ist ja verdammt viel Neues. Ist ja fast jetzt, ich weiß gar nicht, wir sind jetzt so gesehen fast auf Augenhöhe mit der PC-Version, auf der Konsolen-Version, ne? Weil viel mehr voraus ist die ja nicht mehr, so viel ich weiß. Also da sind jetzt auch neue Sachen gekommen auf dem PC, aber das kann jetzt nur noch minimal sein. Die großen Updates, die Versions-Updates sind jetzt eigentlich soweit da und die Items, glaube ich mal, bin mir nicht 100% sicher. Boah, hier ein Kran, ein Baukran. Ach, guck. Ey, ich bin begeistert. Also, das hier gefällt mir richtig gut, was sie hier gebaut haben. Es ist im Gesamtbild, ne, ist das so richtig genial. Fliegen wir noch einmal schnell hier rüber und dann möchte ich auch gerne beenden. Eieiei. Kommen eben die Screenshots. Vielleicht gehe ich nachher nochmal in die Welt nach der Aufnahme und mache ein paar Screenshots von den größten geilen Bauwerken, wenn ich die Zeit dazu finde. Und werde die dann bei Tageslicht nochmal dann präsentieren auf meiner Fanpage. Ja, können wir auch, und auf Instagram bin ich seit neuestem auch. Instagram! Da könnt ihr auch gerne die News verfolgen und so weiter und so fort. Wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr noch mehr haben wollt außerhalb des Let's Plays und so weiter. Also, ach, das ist auch, ja, ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Aber ich würde sagen, ist genug, denn ich will die Folge heute noch releasen. Und deswegen muss ich jetzt gleich an die Arbeit gehen. Hier sind wir wohl gelandet. Geil. Geil, das Teil. Sieht auch schön, schön angedeutet. Und hier ist im Felsen noch ein Tempel oder sowas. Boah. Mit Megasäulen. Also echt krass. Ich bin sehr beeindruckt, muss ich schon zugeben. Und das ist nicht so leicht zu erreichen. Vor allem, weil man in Minecraft echt schon viel gesehen hat. Aber hier ist eine Vault. Das sieht mal aus wie ein Vault-Eingang. Ja, und alles andere werden wir dann wohl im Let's Play auch mal... Wir gucken unsere Let's Play-Welt natürlich auch an in diesem Mashup-Paket, wie bei jedem neuen Mashup-Paket, das rauskommt. Ich habe ja irgendwie alle... Ich habe sie nicht alle, aber ich habe alle Mashup-Pakets. ja. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ich hoffe, ihr habt die Bilder genossen. Findet es cool, dass ich euch so ein bisschen... Aha. Aha, das hier ist doch der Anfang von Fallout 4, also wo man da in den Schutzbunker runterfährt, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Oder rauskommt, nach dem Unglück. Okay, also ich hoffe, euch hilft das, euch gefällt das, so wie ich das darstelle und mache. Und wünsche mir Feedback in den Kommentaren. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch sehr über ein Like. Und ansonsten... wünsche euch eine frohe Weihnachtszeit, frohe Feiertage. Hoffe, ihr bringt die Tage gut hinter euch. Isst nicht so viel. ja, ich kann mich daran nicht halten, das weiß ich jetzt schon. Und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Euer Spooky4F mit Minecraft auf der PS4. Bis dahin. Bye, bye, bye.